Wenn ihr zu Weihnachten selbst gebastelte Mini-Alben wie dieses hier verschenken wollt, aber nicht wisst, wie ihr das noch bewerkstelligen könnt, dann bleibt dran und ich zeige euch, wie es geht. Hi, hier ist Max und heute machen wir ein kleines Klappalbum zu Weihnachten. Ich verwende dazu Papiere aus dem Seasonal Block von Tim Holz und beginne mit einem Bogen, den ich erst einmal in drei gleiche Teile schneide. Danach falze ich jeden Streifen bei 3 Inch von jeder Seite und falte anschließend die Seiten nach innen. Alle drei Streifen werden dann an den Seitenklappen zusammengeklebt. Dabei solltet ihr darauf achten, dass die Streifen genau aufeinander liegen. Das Ganze gut mit dem Falzbein andrücken und dann mit der zweiten Seite fortfahren. Hierdurch entsteht eine Art Tor, das die untere Seite bedeckt und zwei weitere Seiten, die jeweils eine weitere kleine Klappe haben. Leider gefällt mir die Rückseite des Papiers nicht so wirklich und so beklebe ich diese mit einem anderen Designpapier. Wenn ihr ein Designpapier habt, bei dem euch beide Seiten gefallen, dann ist dieser Schritt natürlich nicht nötig. Solltet ihr aber das gleiche Problem haben oder vielleicht ein einseitiges Designpapier, dann habt ihr hier gleich einen Lösungsvorschlag. Ja, und damit ist das Innenleben unseres Albums auch schon fertig. Und jetzt brauchen wir noch einen Einband. Diesen schneide ich in der Breite des Albums aus einem braunen Fotokarton. Damit dieser das Album genau umschließt, lege ich das Innenteil auf und falze direkt daneben. Anschließend falze ich neben dieser Linie noch ca. 3 mm weiter eine zweite Falzkante. Dadurch hat das Innenleben genügend Raum für Deko und Bilder. Aber wie ihr seht, umschließt der Einband das Innenleben nicht ganz und so brauchen wir noch eine kleine Verlängerung. Hierzu bearbeite ich ein Stück roten Fotokarton mit meinen Spellbinder-Kantenstanzen, um ihm eine interessante Kante zu geben. Dann dekoriere ich es noch mit einem passenden Stück gestreiftem Papier, das ich noch von irgendwoher übrig hatte. Und anschließend mit einem Bild aus der Seasonal-Papier-Kollektion. Ebenfalls von Tim Holz ist der Stempel, mit dem ich nun Merry Christmas aufdrucke. Ich verwende hierzu Versamark Stempelfarbe und goldenes Prägepulver von Ranger. So, den Rest wieder in die Dose zurück und dann die Heißluftpistole gut vorheizen, damit sich das Papier nicht so wälzt. Und ich liebe es, wie sich das Gold beim Schmelzen so ganz langsam hervorhebt. So, und nun brauchen wir noch ein gleiches Teil für die Innenseite. Und das habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich schneide jetzt einen kleinen Schlitz in die Mitte unterhalb der Stanzkante. Hierdurch fädle ich nun ein wenig Satinband, das ausreichend lang ist, um einmal um das Büchlein herumzugehen und zusätzlich noch eine Schleife zu binden. Wenn ich die Mitte abgemessen habe, klebe ich das Band erst einmal mit Kleberoller fest, um es zu sichern. Und dann wird die innere Abdeckung erst einmal auf den Einband geklebt. Ich bringe dazu erst einmal Kleberoller auf die Innenseiten des Einbandes auf, damit alle Kanten auch gut kleben.
Die Seite an der Falzkante des Umschlags klebt über den Kleberoller auf dem grünen Designpapier. Und so sind alle Kanten durchgängig aufgeklebt. Und nun einfach noch die rote Außenseite als Abdeckung obendrauf. Das Band fixieren wir jetzt auch noch auf der Rückseite mit Kleberoller. Auch hier schneide ich einen kleinen Schlitz mit dem Bastelmesser ein und fädle anschließend das Band durch. Und nun kann ich das Innenleben mit dem Einband verbinden. Auch hier verwende ich Kleberoller, den ich auch kurzzeitig noch abziehen und die Teile in Position rücken kann. Und auch hier müssen wir darauf achten, die Kanten ganz genau aufeinander zu kleben. Und zum Schluss noch die übrig gebliebene rechte Außenklappe des Einbands mit dem gleichen Papier bekleben. So, und nun geht's ans Dekorieren. Ich benutze die Stitched Rectangles von Memory Box und stelle Matten für die kleinen nostalgischen Bilder aus der Papierkollektion her. Diese benutze ich nun als vorherrschende Verzierung sowie einiger Eiskristallstanzteile von Sizzix. Dieses Bild hier klebe ich so auf, dass noch ein anderes Bild dahinter gesteckt werden kann. Das Bild auf der anderen Seite dient einfach nur zur Deko, da hier einfach zu wenig Platz ist. Die Eiskristalle klebe ich mit einfachem Kleberoller auf, den ich zunächst auf einem Stück Schmierpapier auftrage und die Teile anschließend aufklebe. Um die inneren Seitenlaschen etwas aufzupeppen, beklebe ich sie mit ein wenig Spitzenborte. Diese klebe ich mit Bastelkleber auf, der später völlig klar austrocknet. Auf die große Seite kommt eine Fotomatte, die ich mit dem Negativ eines gestanzten Sterns verziere, durch den man die untere rote Fotomatte noch durchsehen kann. Hier wäre also genügend Platz für ein kleines Foto. Und hier habe ich sehr, sehr lange mit der Gestaltung eines Deko-Elements rumprobiert. Und ich erspare euch diesen langen Vorgang. Was ich euch aber zeigen möchte, ist, dass ihr Teile eurer Stanze auch separat verwenden könnt. Wenn ihr das Stanzgut von unten einschiebt und so nur einen ganz bestimmten Teil des Stanzers auswählt. Für die türähnlichen Klappen habe ich mit einer Sternenstanze einen Nikolaus ausgestanzt und auf zwei größer werdende Sterne aufgeklebt. Ich verwende nun einen Klebestift, um nur den hellen Teil zu bekleben. Den möchte ich mit Goldglitter bestreuen und verwende das Papier dazu, den Glitter fest anzudrücken. Anschließend den Glitter gut abklopfen, damit möglichst wenig nicht klebende Glitterteile zurückbleiben. Und das überschüssige Pulver wieder zurück in die Dose.
Der Stern wird nun auf der Hälfte der Rückseite mit Rollkleber benetzt und dann auf die linke der beiden Klappen geklebt. Und hier hatte ich noch eine kleine Metallschnalle gefunden, die mit schwarzem Ripsband aussieht, als wäre es der Gürtel von Santas Mantel. Das Ripsband klebe ich einfach mit ein wenig Bastelkleber auf. Da die Enden offen bleiben, ribbeln sie sich so weniger schnell auf. Auf die große Innenseite kommt wieder eine große Fotomatte, die ich mit drei roten Sternchen verziere. Das Sternchen auf der Matte ist allerdings nur an den Spitzen festgeklebt, damit wie immer noch ein Bild darunter rutschen kann. Und den Abschluss auf den beiden Klappen bilden zwei weitere Bildchen aus der Kollektion. Und wie ich euch schon sagte, wollte mir das Deko-Teil eine Seite vorher nicht so richtig gefallen. Und so habe ich auch hier noch ein Bildchen aufgeklebt und war dann endlich zufrieden. Und nachdem der Kleber getrocknet ist, können auch die Enden des Ripsbandes abgeschnitten werden. Wer schon mehrere meiner Alben gesehen hat, der weiß, dass ich die Seiten gerne benähe. Das hätte aber hier die Seiten sehr aufgebläht und so male ich heute einfach eine falsche Nahtkante mit einem Feinliner auf. Das mache ich auf allen Seiten des Albums und zeige euch hier nur ein paar Stationen dieser etwas längeren Aktion. Aber es hebt den Gesamteindruck sehr und bringt den Look der Fotomatten mit ihren Nahtkanten und denen der Seiten zusammen. So, und nun noch ein kurzer Blick auf das Werk und dann verschließe ich es mit einer gebundenen Schleife. Die Enden des Bandes schneide ich V-förmig ab und fertig ist das Mini-Album. Für alle, die gern mal bis zur letzten Minute warten, um die letzten Geschenke zu besorgen, ist dies übrigens das ideale Geschenk. Es lässt sich locker innerhalb einer Stunde herstellen und ist mit Sicherheit ein Highlight. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich auch immer sehr auf eure Kommentare und Anregungen, die ihr mir gerne ins Kommentarfeld schreiben könnt. Wer es noch nicht getan hat, sollte diesen Kanal abonnieren, um jede Woche eine neue Anregung zu bekommen. Und hier habe ich euch zum Beispiel die letzten Albumvideos zum Anklicken aufgelistet. Wer von einem mobilen Gerät zuschaut, der kann gerne die Links in der Beschreibung oder in den Infokarten finden. Vielen lieben Dank euch fürs Zusehen und hoffentlich bis nächste Woche. Bis dann!